Oh, hey, was geht ab, Leute? Hunger auf dem TBT Yu-Gi-Oh! Kanal. Wir gehen jetzt zu Chongs Turnier. Eines seiner ersten. Aber es ist One Piece TCG. Ist nicht Yu-Gi-Oh! Hat eigentlich hier auf dem Kanal nichts mehr zu suchen, weil wir wollen einen eigenen One Piece Kanal starten. Aber es ist TCG. Alle sind am Start. Chong offensichtlich. Bar gespielt mit. Tati schaut vorbei. Nico schaut vorbei. Kleine Reunion, dachte ich mir. Interessiert euch natürlich trotzdem noch, weil ihr seht dann alle nochmal wieder vereint. Hey, was geht ab, Bro? Alles fit. Alles fit. Ja, dann brauchst du, woher zu kommen. Servus, Mann. Halbe Stunde. Ja, dann, das ändert nichts. Was. Du kannst dich einfach schwer auf 38 und dann bin ich da um 38. Leute. Ja, richtig professionell, Bro. Hey, Mann, was geht, Alter? Jungs, what's up, man? Next Selection, heute Battle City Turnier. Henry, Gerd? Nee, Ellie. Hast du nie mitgespielt, gell? Nein, noch nicht. Okay. Der Mert? Wirklich ein Spieler hinzu. Königsaki! Eura, was geht? Hast du die Animation schon drauf? Königsaki. Ich dachte, Eutras will sich drum kümmern. Seine Frau macht das. Hast du doch gesagt. Ist ready. Ich glaub schon. Glaube schon. Schauen wir mal. Deckliste vergessen. Schlecht. Wie in alten Zeiten. Nur auf letzte Minute. Vor 2,5 Jahren, Alter, ich sehe endfett aus, Mann. Wieso bin ich so mein Gesicht so angeschwollen? Bei dem Aldi dort habe ich gearbeitet. Gleiche. Ja, Sheesh. Kurz bevor es nach oben ging und jetzt wieder alles. Jetzt sind wir wieder. Schön, ist so krass. Ey, das Leben nimmt echt immer seine Kreise. Das ist echt krass. Das ist echt krass. Echt immer Höhen und Tiefen. Es geht nicht nur hoch oder nur runter. Nein, natürlich. Das ist echt heftig. Ja, Mann, Alter, es fühlt sich fett an, Leute. Ich glaube, es ist was drin. Mach gleich. Handy ist. Warte. In meiner Tüte, wenn du holen willst. Ich hol gleich, ich hol gleich. Hä? Die Karte habe ich noch nie gesehen. Wie viel Packs hast du schon in deinem Leben geöffnet? Also jetzt mal. Das ist mein zweites jetzt. Ja? So. Digga, ich kenne Endfiele nicht. Aber das ist nur eine Rare. Oi, der Bonvoy. Auch nur eine Rare, nichts zusammen. Aber eine Prediction raus für das Turnier hier. Für das Turnier? Ja. Ich will echt keine Ausreden labern oder so, aber gerade war der Wind echt kalt. Mein Ohren tun weh, kennst du das? Ich schwöre, ich bin mit dem Fahrrad gefahren, mein Ohren tun ends weh. Ist echt kalt. Ich habe keine Mütze angemacht, damit die Frisur bleibt, aber ends der Fehler. Ends der Fehler, was machst du? Ja, es tut end weh gerade. Scheiße. Voll Brain Freeze. Ja. Und Konzentration habe ich auch eh lange nicht mehr. Ich will keine Ausreden finden. Die Züge sind alle klein. Und weißt du selber, wie es ist. Wenn Gehirn nicht funktioniert, keine Chance. Digga. Du bist Favorit, Mann. Du musst den Challenge starten. Eigentlich direkt hier Gewinner, Deckverfall. Ja, Mann. One Piece Challenge starten. Du hast recht. Auf dir lastet der One Piece Challenge auf deinen Schultern. Ja. Du hast recht. Wie läuft Business? Business, Bro. Schau mal, was hier alles ist. Ja, wie läuft's? Bist du zum Turnier bisher? Ey, yo, was geht? Bist ich zufrieden? Sagen, ich bin zufrieden. Ja. 60 Spieler. Ich habe ungefähr mit 60 Spielern gerechnet. Okay. Und es sind, glaube ich, 58 oder so. Okay, stark, ja, stark. Und Location ist gut. Haben wir schön aufgebaut noch. Ja, und ich muss sagen, läuft. Grüße ging raus an den Sponsor Yu-Gi-Oh! Card Market. Kuss geht raus. Powered by, nicht Sponsor. Powered by. Card Market and Custom Playmate. Und zwei Sponsoren. Vielleicht kommen noch mehr dazu. Inshallah. Ansonsten, ich glaube, die Leute haben schaut gut aus. Geht ab! Es geht ab, Mann. Alles fit? Bei mir schon, bei dir? Immer. Hat schon angefangen. Ja, ja, Runde 1 ist schon. Hat Ball verloren. Er spielt noch. Ich echt? Hoffe nicht. Schauen wir uns das zusammen schnell vor. Egal, war ich kann man dich mal. Ohne Scheiß. Ich bin echt enttäuscht von mir selbst. Warum denn? Ja. Hast du gut gespielt, oder? Nee. Hast du Fehler gemacht? Ja. Ich habe auch Fehler gemacht. Mein letzter Zug war Einstein. Ich
wollte eher finishen. Ich dachte mir, er blufft und danach ist mir klar geworden, okay, er blufft doch nicht. Ja, ja, muss ich auch sagen, du bist immer eine sichere Gurte. Ich sag, dass du nicht so... Nicht auf Kamera. Kurz anderes Thema. Da ist eine Spielerin am Start. Oh, oh mein Gott, die muss irgendwo. Weißt du, was das heißt? Oh mein, ja, ich kenne mich nicht aus, Mann. Ja, wir packen unser altes Format aus. Ja, aber wenn die gut, wenn die Plafond ist, Top Table, dann gehen wir hin, Alter. Ich hab nur auch nicht einen Ashura gegeben, alles auf Zorro angegriffen. Kurz zuhören, bitte! Danke! Gott, der Mittelfahrt hat geschluckt. Was ist deine Meinung zu diesem Spiel? Anscheinend ist es schon beliebt. Aber nicht bei mir. Du gewonnen? Ja. Wie stehst du? Ich lass nie wieder jemanden zurücknehmen. Echt sorry. Glaub mir, ich lass. Ich hab erste Runde deswegen. Was ist das sorry, Mann? Nie wieder, es Mann. Tut mir eins, es tut mir immer eins weh, wenn ich jemanden nicht zurücknehmen lasse. Ich wusste, Gott sei Dank, deine Handkarte. Ich wusste, dass 5 deine Handkarten maximum 3 Phasen. Jetzt wird's spannend. Ich wusste nur die eine Karte nicht, die du abgeworfen hast. Dann wusste ich deine beiden Handkarten, dann konnte ich das 7-7. Oh mein Gott, der Trigger. Wen? Es war nur einer, als ich mich da ja. Weil ich konnte Chop, ich kannte Wisdom, ich kannte Perfekt, jetzt habe ich es gespürt, die Kamera rauszuholen. Ich wusste es. Jetzt kommt er gleich noch Kusan, Akuishi. Gut, er hat aber auch nicht. Top Spieler, Alter. Er hat gesagt, er wird safe erster. Nee, Mann. Ich glaube, Top sag ich. Oh mein Gott, Nico away! Wieder da, Mann, nein. Autogramm auf, natürlich. Ich hab gehört. Du hast doch Reiseblogger. Wie viel 3-1 oder was, Mann? Ja, wo weißt du? Ich hab's gelesen, Mann. Kommt geupdatet. Wahrscheinlich ja, schon. Wenn er jetzt gewinnt. Wahrscheinlich. Wie viele Vorrunden gibt's? Noch eine. Eine. Oh, ich hab gegeben, Mann. Hey, Nico away, Bro. Was geht's? Boah, er ist ein krasser, ohne Scheiß, Travel-YouTuber. Ich schwör's euch. Was ist er? Wirklich. Er ist ein krasser Travel-YouTuber. Wo ist er? Hey, das ist er weggegangen. Er ist schon zu Fame, Bro. Zu Fame. Morgen neues Video, Mann. Ja, du bist eh mega fleißig. Dann auch noch Shorts. Oh, Shorts, Senku, wieso machst du eigentlich keine Shorts-Song, Mann? Hab ich auch mal To-Do-List, aber ich bin ernst faul, Mann. Okay. Ich bin richtig faul geworden. Dein Coverage hab's ja auch mal krass. Ja, aber kommt noch, ja. Kommt ja, noch. Aber habt ihr auch mit Kommentaren bei Coverage oder wie ist das? Nee. Ich hab angeschaut, ich hab gar nichts gecheckt, Mann. Ja, kommt noch, Bro. Kommt der ist super doof, Mann. Ich sehe auf einmal nur so 100 Karten auf dem Tisch, weil ich check. Unter 100 Euro, oh mein Gott, Mann. Wie kannst du günstig sein? Ich habe überall die günstigste Variante. Was ist das teuerste? Ja, ich bin Reisevlogger wie du, Mann. Ich zeig mein One Piece Deck, du zeigst mir dein Goat Deck. Das interessiert mich dein One Piece Deck, Alter. Oh mein Gott, hat sich angehört, dass du neugierig bist. Das Goat Deck ist Weltmeister Deck, Mann. Das wird nicht gezeigt, Mann. Übertreiben. Nee, aber was kostet das teuerste One Piece Deck? Ja, du kannst in teurer Version. Ach so, also wie so Secret Rare oder sowas. Okay. Und hier ist noch krasser. Echt? Hier ist Manga Version. Okay, gibt es schon DM, EM und sowas? Meisterschaften. Oder YCS oder so? Ja, diese Turniere gibt es 1000 Leute und so Tickets im Ausverkauf. Worlds gibt es auch, aber nur für die USA. Nicht für ihn, Alter. Nur Nationals und Worlds nur für die USA. Macht mehr Spaß als Yugi. Ja. Oh mein Gott, Mann. Oh mein Gott. Okay, es ist frisch, Mann. Deswegen, wenn er wieder aufhört, dann können wir, dann haben wir seine wirkliche Meinung. Oh, Future Match, Alter, Mann. Nico, der amtierende Go-Champion. Aber ich spiele nicht mit meinem Champion. Ach so, er testet irgendwas aus. Teste was, weil ich habe keine Lust mehr mit. Und, hat gewonnen? Sonst noch, oder? Von 5-mal. 4-mal habe ich 1 gewürfelt. Von 5 Duellen. Gut, das will ich sagen. Nee, verloren. Verloren? Ja, Mann. 3-2. 3-2, ja. Okay, Mann, ja, so ist es. Er hat sich entgehypt, Mann. Er hat gesagt, er kommt safe tops. Dachte ich auch, Mann. Okay, wie viel hat er geübt? Hat er viel geübt, oder? Keine Ahnung, Mann. Oh mein Gott, Mann. Kann ich dir nicht sagen. Egal.
Man muss immer wieder weitermachen, Mann. Immer wieder weitermachen. Ja. Wirst du jemals wieder normal Yugi spielen? Ich hätte schon Lust mal. Ja. Also ich sag mal, mir fehlt nicht tatsächlich das Kartenspiel, ja, sondern mir fehlen so diese Reisen. Das hat, da hatte ich schon Bock so mit euch. Du genug auf Reisen? So. Ja, aber es war schon lustig. Okay. Also, ich meine, so YC's Prag und so war schon echt geil. Also es war schon eine coole Zeit. Aber ich habe jetzt auch gemerkt, diese Turniere sind jetzt auch weiter weg. Also ich glaube jetzt die EM wurde in Utrecht angekündigt. Ja, aber Utrecht ist halt auch weit. Ja, ist ganz weit. Utrecht ist weit. Dann, ist nach Amsterdam dann noch. Also wenn so Berlin, Prag und so, das wäre halt echt nice. Und das hätte ich schon Lust. Mönchengladbach, gehst du das One Piece Turnier? Nee, One Piece ist, nee, das ist doch nicht, nein, Mann. Nein, Mann, das ist nicht. Aber ich hätte, also wenn das Meta in Yugi nicht so krass wäre, wenn es ein bisschen einfacher wäre, nicht so kombolastig und so, dann hätte ich auch wieder Bock zu spielen. Aber ich habe jetzt schon ein bisschen so die Coverages verfolgt. Es ist halt brutal, Mann, wie viel Zeit investieren muss. Also das ist, also ich glaube, es ist wirklich so, dass es immer wieder so weiter nach oben geht, dass du immer mehr und mehr Zeit in Yugi investieren musst. Und zum Beispiel habe ich jetzt auch gemerkt, dass viele Yugi-Spieler YouTube-Channels haben, zum Beispiel Joshua Schmidt. Yeah, und das muss man sich mal vorstellen. Die üben dann für die Turniere und alles, dann haben die noch den Yugi-Channel und so, ist schon krass. Also eigentlich dreht sich dein Leben dann 95% um das Spiel und vorher waren es vielleicht 60% wegen dem Spiel und jetzt sind es halt so 90%. Aber weißt du auch warum? Und 10% dein Schlaf. Yu-Gi-Oh! Ist serious business. Ja, aber glaubst du, der verdient so viel? Glaubst du, die Leute, die jetzt so glaubst du? Also glaubst du, aber er ist einer von wenigen dann. Ja, aber glaubst du, die Leute, die jetzt wirklich gute Spieler sind, also wie können die sich finanzieren? Ich meine, die Preise sind ja nicht so krass. Nee, sind sie auch nicht. Genau, also so die Trader, natürlich, da brauchen wir ja nicht reden. Aber die Spieler, ich glaube schon, dass sie das eher, also... Minus kann, safe. Ja, genau, es ist minus safe, Mann. Schon krass, wie sich Yugi geändert hat. Ja. Ich hätte schon Bock, aber jetzt nicht irgendwie so samstags immer Locals gehen und so, sondern wirklich nur so... YCS Berlin, YCS, sowas. Genau, YCS. Mit einer Truppe und so, sowas vermisse ich schon, muss ich sagen. Oh, aber Mihawk hat mich gefickt, ich hab den nicht mehr weggekriegt. Bist du nicht Tops, Mann? Nee, Mann. Letzte Runde verloren. Ich bin eigentlich nur wegen dir gekommen, um beim Top 8 zuzuschauen. Okay. Sorry. Das hat mich echt enttäuscht. Ich hab dich enttäuscht. Zum Glück habe ich dir bei anderen Sachen nicht vertraut, Alter. Oh mein Gott! Was laberst du? Glaub mir, die Infos, die du von mir hast, wirst du sehen, wie wertvoll das sind. Merkt euch das. Wenn er mich jetzt dann fragt, dann werde ich ihm genau das Video schon abspielen. Wieder TBT zurück. Im Erniedrigen sind wir echt die Besten. Du darfst echt nicht. Ja, komm, gib dein Bestes. Beim nächsten Mal bei uns direkt Erniedrigen. Schon den Block geschnitten, Alter, Mann. Ich habe noch eine Frage. Ich habe jeden gefragt, würdest du wieder normal Yugi spielen? Normal? Ja, oder? Unter welchen Umständen? Nein, falls One Piece und Goat Yu-Gi-Oh! Am Arsch spielt. Also das normale Yu-Gi-Oh! Spiel ist bei fast 0%. Fast 0%? Ja. Wieso fragst du? Weil ich jeden gefragt habe von TBT. Ah, okay. So halt. Was haben die anderen gesagt? Alle tot. Alle tot? Ja, bei allen war es tot. Es wird abgebaut. Wir haben noch keinen Plus gemacht heute. Kein Plus? Erfahrung hast du gesammelt. Erfahrung. Das ist es. Aha. Aber manchmal ist es echt so. Ja, ist ja so. Ich habe für die Erfahrung gemacht. Außerdem hast du Karten geschenkt bekommen vor viele. Ja, die haben alle geschenkt bekommen, ja. Oha, wir auch, oder? Ja, das war's von mir und von den Jungs. Bagisch, Tati, Nico, Chong. Ja, vielleicht hat es euch überrascht, dass auf einmal ein One Piece Livestream lief auf dem Yu-Gi-Oh! Kanal, aber wir haben halt noch keinen One Piece Kanal und damit halt irgendjemand zuschaut, auch ohne Commentary, aber seht das so als so eine Art Versuchskaninchen-Beta-Version für die zwei kommenden normalen Yu-Gi-Oh!-Turnier und Go-Turnier als Test, um dann die Streams zu verbessern. Schaut da gerne vorbei. Ansonsten, wenn ihr in Bayern und Umgebung wohnt und Yu-Gi-Oh! Noch spielt, schaut gerne bei Chongs Turnier vorbei, 6. Mai. Falls ihr Interesse habt, könnt ihr euch gerne melden. Oder Goat, das ist dann irgendwann im Juni, glaube ich. Ja, das war's von mir und den Jungs. TBT, wie immer, liken, subscriben, kommentieren, checkt die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram. Yu-Gi-Oh! Business. Ciao.